siehst, Herr Lammers. Prost, Prost. Oder kurz und knapp, Prost, Jost. Wie mir berichtet wurde, hat die ganze Flughafenfamilie ihre Wechseljahre, ihren Jahreswechsel heil überstanden. Wobei allerdings auch zu hören war, dass man hier am Münchner Airport diesmal doch etwas länger am Weihnachtsgepäck zu knappern hatte. Sie erinnern sich vielleicht, dass da im Dezember sehr viele Koffer gewissermaßen auf Eis gelegt wurden. Ich denke aber, dass dies inzwischen auch gegessen ist. Und im Übrigen kann das Thema hier wahrscheinlich eh keiner mehr hören. Deshalb werde ich heute auch gar nicht mehr über Koffer reden, keine Sorge. Nein, 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 von mir hören Sie nichts mehr zum Gepäck am Münchner Flughafen. Darauf können Sie lange warten. Ja, wenn Sie meinen, wenn Sie, meine Damen und Herren, zu den Stammgästen dieser Veranstaltung gehören, dann wissen Sie eines natürlich auch. Es ist seit langem feste Tradition, dass wir unser Starkbierfest im Grunde genommen in Erpoy immer dem Partnerland, einem Partnerland widmen. Und Sie haben es längst an den gelb-blauen, blau-gelben Fahnen an Ihren Tischen gemerkt, dass unser Partnerland in diesem Jahr aus naheliegenden Gründen die Ukraine ist. Die Folgen des brutalen russischen Angriffskriegs besteht darin, dass es derzeit keine Flugverbindungen mehr von hier in die Ukraine gibt. Umso wichtiger ist es, gerade hier am Flughafen immer wieder zu zeigen, dass wir der Ukraine und den Ukrainern dennoch besonders verbunden bleiben. Danke. Und das machen hier am Münchner Flughafen nicht zuletzt die vielen Menschen deutlich, die sich an den vom Flughafenverein organisierten Hilfsaktionen der letzten Monate beteiligt haben. Ich denke, dass dieses großartige Engagement auch weiterhin unsere höchste Anerkennung und vollste Zustimmung verdient. Meine sehr verehrten Damen und Herren und Herrinnen, kaum zu glauben, aber nun ist es tatsächlich schon 3 Jahre her, dass ich zum letzten Mal an dieser Stelle zu Ihnen sprechen durfte. Das war damals Anfang 2020, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. Wir hatten noch keine Masken, keine Tests, keinen Impfnachweis, keine Inzidenz und keine Ahnung. Nein, wir hatten nichts. Um es mal mit dem königlich-bayerischen Amtsgericht zu sagen, es war eine liebe Zeit, es war die gute alte Zeit, das Bier war noch dunkel, die Menschen waren typisch, die Burschen waren schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoration ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Zitat Ende. Von einer Pandemie war damals noch keine Rede. Bei dem Begriff Lockdown hätte man wahrscheinlich an einen Frisurentrend gedacht und bei dem Namen Lauterbach vor allem an einen Schauspieler. Dabei gab es den Covid-19 am Ende des gleichnamigen Jahres bereits, aber er war halt noch ganz klein und ausschließlich ja nur in China unterwegs. Und das war von hier aus betrachtet ziemlich weit weg. Und die Fledermausbrust süß-sauer hatte sich in der bayerischen Küche eh nie so wirklich durchsetzen können. Und dennoch, eines Tages gab es plötzlich auch bei uns die ersten Erkrankungen und dann ging alles ganz schnell. Schulschließungen, Ausgangssperren, Kontaktverbote, egal ob Kita, Kino, Kneipe oder Konzert, auf einmal war alles ausgesagt und abgefallen. Abgesagt und ausgefallen. Und zwar nicht nur Sachen, die mit K anfangen. Nein, selbst das populärste, wichtigste und beste Bierfest der Welt musste aufgrund der Pandemie in 2 aufeinanderfolgenden Jahren gestrichen werden. Umso erfreulicher ist es, dass wir nach dieser langen Unterbrechung heute wieder zu unserem traditionellen Tropfen hinken, zu unserem Hopfentrinken in Erpoy zusammenkommen. Dies zudem an einem Münchner Flughafen tun, an dem sich Menschen endlich wieder heute in Kassen vermehren. Deutlich, endlich wieder im Massenverkehr, meine ich natürlich. Da sah es in der Pandemie noch ganz anders aus. Eigentlich sollten die Reisenden an den Flughäfen wegen Corona 1 bis 2 Meter Abstand zueinander halten. Zeitweise waren es dann aber 1 bis 2 Kilometer. Weil praktisch nichts mehr geflogen ist. An solchen Tagen hätten Sie, lieber Herr Lammers, locker jeden Ihrer Fluggäste ganz persönlich mit Handschlag begrüßen können. Beziehungsweise hätten Sie nicht, weil das ja auch nicht mehr ging. Doch das ist Gott sei Dank vorbei. Inzwischen brummt es wieder im Luftverkehr und mit rund 32 Millionen Fluggästen hatten Sie hier am Münchner Airport letztes Jahr schon wieder 2/3
ihres Rekordaufkommens von 2019 beisammen. Das muss man sich mal vorstellen, das war ein Passagierzuwachs von mehr als 150% gegenüber dem Jahr 2021 oder in Euro umgerechnet das 2,5-fache des Vorjahreswertes. Also recht viel. Wenn Sie diese rasante Wachstumsdynamik beibehalten und wir das jetzt weiterhin Jahr für Jahr mehr als verdoppeln können, könnte es hier ziemlich eng werden. Ich habe das mal für Sie ausgerechnet. Sie kämen also dann im Jahr 2026 bereits auf 1,2 Milliarden Reisende am Münchner Flughafen. 1,2 Milliarden, gar nicht auszudenken, was passiert, wenn die dann alle noch einen Koffer mitbringen. Aber das sollte ja heute überhaupt nicht mein Thema sein. Überhaupt mit Prognosen über heutige zukünftige künftige Zustände ist das ohnehin seine Sache. Zumal die für unser Land entscheidenden Fragen im Augenblick noch völlig offen sind. Wann brummt die deutsche Wirtschaft endlich wieder wie diese hier? Wer soll am Ende diese ständig steigenden Inflationsraten bezahlen? Wie geht's mit der Energieversorgung in Deutschland weiter? Wann werden alle Kraftwerke einschließlich der bereits stillgelegten wieder in den Regelbetrieb überführt? Und wie erneuerbar ist eigentlich Manuel Neuer? Fragen über Fragen und über allem schwebt natürlich die einzig große Frage, wie wird die bayerische Landtagswahl ausgehen? Und kann die CSU danach endlich wieder artgerecht regieren? Also ganz allein und mit 2/3 der Mandate, so wie ich vor 200 Jahren, vor 20 Jahren. Ja, meine Damen und Herren, damals brauchten wir schon allein deshalb keine freien Wähler, weil wir noch genug eigene hatten. Aber solch berauschende Wahlerfolge mit über 60 Prozenten sind für uns leider völlig unrealistisch. Schon allein, weil das Rennen nicht mehr von Räubern bestritten, Stäuber beritten wird, wollte ich sagen. Mit mir hatte diese CSU noch ein echtes Zugpferd. Wohin heute weit und breit kein Zug fährt. Also zumindest auf der zweiten Stammstrecke nicht. Da soll jetzt der erste Zug 10 Jahre später als geplant ankommen. 10 Jahre Verspätung, das ist sogar für die wahrlich nicht verwöhnte Bahnkundschaft eine Herausforderung. Stellen Sie sich diese Verspätung einmal bitte vor, meine Damen und Herren, wenn Sie da morgens als Grundschüler in den Hauptbahnhof einsteigen. Kommen Sie praktisch abends als Student nach Hause. Bis 2037 soll es jetzt noch dauern, bis diese unselige zweite Röhre endlich in Betrieb geht. Sie hätten dann am Ende 20 Jahre Bauzeit und 7 Milliarden Euro verschlungen. Kann aber auch gut sein, dass da noch ein paar Milliarden dazukommen. Also Euro, nicht Jahre. Obwohl ich mich nicht festlegen würde. Nein, das ist wirklich kein Gewinnerthema für die bayerische Staatsregierung. Im Gegenteil, ich frage Sie, meine Damen und Herren, wie sollen wir künftig überhaupt noch Wahlen gewinnen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Stammwähler pünktlich zur Strecke zu bringen? Unsere Wähler pünktlich zur Stammstrecke. Und die nächste Wahl steht schon vor der Tür. Die Entscheidung über die Zukunft Bayern und damit natürlich auch des restlichen Universums fällt bei der Landtagswahl am 8. Oktober. Es ist übrigens genau eine Woche nach dem Ende des Oktoberfestes. Da müssen sich unsere Wahlkämpfer in den Bierzelten etwas zurückhalten. Weil wenn die bloß auf der Wiesn ratschen, droht uns eine Riesenratschen. Aktuell sieht es aber gar nicht so übel aus. Da landen wir von der CSU in den Umfragen immerhin bei rund 40%, zuletzt sogar 42%. Und da die Freien Wähler auch noch über 10% einfangen, sollte es also für die Fortsetzung der bestehenden Regierung locker erreichen. Wäre auch folgerichtig, wieder mit den Freien Wählern zu kollidieren, zu koalieren.
Nachdem wir inzwischen doch über kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren hinweg ganz gut mit ihnen zusammenarbeiten. Aber bis zum Oktober kann freilich noch viel passieren. Und es ist nicht ganz auszuschließen, dass wir als CSU bis dahin noch einmal bundespolitisch gefordert werden. Ja, wer weiß dann schon, wie lang das diese Berliner Ampel es noch gibt. Besonders hell hat sie ja nie geleuchtet. Mittlerweile flackert sie nur noch ganz matt und zeigt gleichzeitig in drei Farben in fünf Richtungen. Wahrscheinlich Kurzschluss nach Doppelwumms. Da ist der Genosse Olaf als führender Ampelmann gerade nicht zu beneiden. Nein, in diesen Zeiten möchte wohl niemand gern freiwillig Holz scheißen. Scholz heißen! Kann ich, warte, hier. Eines kann ich Ihnen versichern, weil es ja klar ist. Mit einer von uns geführten Regierung würden wir mehr haben als Habeck, mehr wissen als Wissing und mehr schaffen als Scholz. Und wir hätten definitiv auch mehr Bierbock als Baerbock. Frau Bockbier. Ich halte es für gut möglich, dass bei dieser Ampel noch vor dem Ende der Legasthenie-Periode die Lichter ausgehen und wir einen neuen Kanzler, eine Kanzlerinnen brauchen. Ob dann die Kandidatenwahl innerhalb der Union automatisch auf Friedrich Merz hinausliefe, ist noch nicht ausgemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diesen immer so gequälten, merzhaften Gesichtsausdruck unseres Oppositionsführer nicht sehr gewinnend. Also, so wie der ausschaut, ist man ständig versucht, ihm den Blindarm zu entfernen. Ist natürlich irgendwo auch verständlich bei dieser schweren Kindheit. Da, wo der aufwuchs, soweit das Auge reicht, nur lauer Sand, nur Sauerland. Sowas kann man nicht abschütteln, das prägt natürlich auch, wenn man einmal über die problematische Herkunft hinwegsieht, muss doch selbst unsere preußische Verwandtschaft von der CDU/CDU anerkennen, dass ihr alter Fritz mit seinen 67 Jahren offiziell bereits das Rentenalter erreicht hat. Das ist doch kein Zeitpunkt für einen beruflichen Neuanfang. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es zielführend wäre, die schadhafte Berliner Ampel durch einen Kreisverkehr zu ersetzen. Auch wenn man das Erdinger Kreiseln womöglich wieder ganz anders sieht, nicht wahr, lieber Herr Oberbürgermeister Kotz? Ich darf an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass unser Markus Söder gerade erst 56 Jahre alt ist. Also damit ist er noch 4 Jahre jünger, als ich selbst bei meiner extrem knapp nur gescheiterten Kanzlerkandidatur ich damals war. Sortieren Sie sich das selber. Unsere vorderste fränkische Führungskraft hätte allerbeste Voraussetzungen, um als Regierungschef in die Bundesrepublik, Bundespolitik zu wechseln. Andererseits weiß ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus, wie schwer es einem bayerischen Ministerpräsidenten fallen kann, von München nach Berlin zu gehen. Dieses Fremdeln mit der Hauptstadt können die meisten Bayern sicherlich nachvollziehen. Berlin ist nun mal für uns ein schwieriger Standort. Da trennt uns immer die Spree vom Weizen. Und das einzig Weiß-Blaue in der ganzen Hauptstadt ist dieses trostlose Hertha. Wahrscheinlich hat der Söder Markus auch deshalb kürzlich sicherheitshalber seine Ankündigung wieder einkassiert, dass für ihn spätestens nach 2 Regierungsperioden Schluss sei in der bayerischen Schnapskanzlei. Spaßkanzlei. Da kann er sich offenbar die eine dritte Zirbelzeit in seiner Amtsstube, dritte Amtszeit in seiner Zirbelstube kann er sich offenbar vorstellen. Gerade für einen Nürnberger muss das auch eine verlockende Vorstellung sein. Der letzte Mittelfranke, dem ein Hattrick in Bayern gelungen ist, war vermutlich Lothar Matthäus. Markus Söder ist übrigens nicht der einzige Politiker aus der Frankenmetropole, den es an die Münchner Schaltstellen der Macht drängt. Nein, auch unsere politischen Gegner setzen momentan auf die besonderen Qualitäten der zänkischen Frucht, der fränkischen Zucht. Sie können damit erfolgreich sein, wenn die grünen Münchner Bürgermeisterin Katrin Habenschaden nach der nächsten OB-Wahl auf den Chefsessel rücken sollte. Die kam nämlich genau wie unser Freistaats- und Parteichef ebenfalls in Nürnberg zur Welt und zu ihrem Abitur. Aber das wäre dann sogar für den Söder-Markus zu viel Frankenpower in der Landeshauptstadt.
Jedenfalls hat der Markus neulich nur die selbstgewählte Begrenzung der eigenen Amtszeit aufgehoben. Nein, er will auch die gesetzlichen Altersgrenzen für bayerische Landesmeister und Bürgermeister und Landräte streichen lassen. Bisher dürfen die nämlich nach ihrem 67. Geburtstag nicht mehr für eine Wiederwahl antreten. Künftig können sie dies aber voraussichtlich auch noch dann, wenn sie bereits 103 oder älter sind. Das ist natürlich eine massive Steigbügelhilfe für den Dieter Reiter, weil der amtierende Münchner OB nach amtierender Rechtslage, nach bisheriger Rechtslage bei den nächsten Wahlen altersbedingt aus dem Rennen wäre. Angesichts der neuen Möglichkeiten hat er aber gleich angekündigt, dass er unter diesen Umständen 2026 gerne weiterregieren würde. Den Schaden haben dürfte jetzt die Habenschaden. Weil ihre Chancen auf den Chefposten dadurch rapide sinken. All das hat Markus Söder selbstverständlich bedacht, bevor er die Aufhebung der Altersgrenzen anregte. Da war ihm die gemeinsame fränkische Herkunft offenbar wurscht. Er will keine Nürnberger im Münchner Rathaus verraten, im Münchner Rathaus verbraten. Zumindest keine von den Grünen. Da macht er im Zweifelsfall lieber mit dem Reiter weiter.